Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits vierten Staffel und der jetzt 95. Folge, immer noch am 23.04.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, wie immer ein herzliches Dankeschön, und zwar geht's diesmal an KLV1609. KLV hat nämlich am 14.07.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 919. KLV verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns in einer sehr prekären Lage gerade. Denn ja, unsere Vasallen haben den Landianern den Krieg erklärt, nur um sich dann von ihnen verprügeln zu lassen. Es schmerzt mich gerade sehr, aber die hier müssen geopfert werden. Und das Problem ist, das ist unsere einzige zweite Armee. Ich krieg's definitiv nicht hin. Ich hab's jetzt ein paar Mal schon probiert und die Aufnahmen verworfen. Es geht aber nicht. Nicht mit so einer Überzahl. Also es sind ja 1400 Blandianer insgesamt. Die ja, also hier ist ja noch so eine kleine Traube mit kleinen Trupps. Krieg ich nicht hin. Ich hab auch noch probiert, hier Verstärkung zu rufen. Die sind aber alle 3 Tage und mehr weg. Okay, 1 Tag und mehr weg. So rum, also krieg ich nicht hin. Nö. Jetzt müsste ich aber mal gucken, das habe ich noch gar nicht geschaut. Ja, nee. Und über sie hinwegsetzen? 1410, das ist nicht euer Ernst, oder? Oh, geht nicht. Wer hätte es gedacht? Aber der Vorschlag alleine hat ja auch schon wieder gekostet, deswegen lade ich nochmal neue Leute. Ja, geht leider nicht anders. Ja, das fehlt auch noch so ein bisschen, ne? Einfach nur mal, um zu gucken, wie stehen denn so die Chancen? Aber nö, stattdessen kriegst du ja erstmal sofort. Obwohl, es steht ja schon da. Ja, okay. Ups. Die Chancen stehen ja schon da. Unterstützung unter meinen Vasallen? Null. Also kann ich es gleich vergessen. Aber wenigstens, ja, dass man hätte gucken können, wie viele Einflusspunkte bräuchte ich denn, um mich darüber hinwegzusetzen. Und vor allem, was auch überhaupt nicht funktioniert mit dem hier, ne? Egal, was ich hier einstelle, die machen, was sie wollen. Deswegen bleibt echt nur noch übrig, dass wir uns zurückziehen. Und jetzt ehrlich, wir machen erstmal die Nadelstichtaktik. Es macht jetzt keinen Sinn, hier eine Armee auszuheben, die sowieso nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen. Ja, ernsthaft, jetzt kommst du an, ihr Schissen? Moment, echt jetzt? Achso, weil ich der Kaiser bin, ja klar. Da wollen sie mich natürlich haben. Lol. Alles klar? Was? Alea? Nein. Die ist meine Baumeisterin, die brauche ich. Ach, jetzt schnappen sie sich wieder so einen kleinen hier. Aber vielleicht hat das jetzt sogar... Ja, der Kampf läuft! Das wär's ja jetzt. Wenn die sich jetzt Sargot schnappen, vor ihrer Nase weg und dann da einfach verteidigen. Ich reite mal mit. Ja, sie haben Sargot geholt. Askyron, bleibt da drin, Junge. Ich würde ja auch zur Hilfe eilen, sobald die mich immer durchlassen. Ich reite aber außen rum. Edgebatch. Oh, gut. Die hauen ab. Jetzt geht's um den Besitz von Sargot. Enkurion. Sein Clan besitzt momentan nur eine Burg. Askyron, der es ja geholt hat. Burg und Stadt. Nee. Ich wäre gerne fair geblieben, aber die Clans sollen halt ungefähr gleich viele Lehen bekommen und dann entsprechend ihres Ranges halt noch mehr Lehen bekommen als die anderen. Alari? Ah. Komm mal her hier. Bitte ohne Verstärkung. Danke. Du sagst, who are you? Das finde ich witzig, weil du hasst mich eigentlich. Wir sind Feinde. Aber okay. Zack und zack und. Bumm. Und. Achso, ich habe gar nicht geguckt. 60 Kavallerie. Ja, die haben mittlerweile ordentlich aufgeholt, ne?
Könnte auch sein, dass die jetzt schon über einen Punkt hinaus sind, was ihre Stärke angeht. Stimmt, Phasos zuordnen. Dass sie ab jetzt waschen. So, ich glaube zwar nicht, dass er mich angreifen wird. Aber man weiß ja nie. Machen wir mal vorsichtig bei denen. So. So. Hier. Hier. Er kommt mir zumindest entgegen. Es würde mich jetzt aber hart wundern, wenn er mich angreifen würde. Außerhalb mit seiner Kavallerie. Ja, okay. Ah ne, ich glaube, der will sich jetzt da aus den Hügel schnappen, oder? Glückstreffer! Oh, war gar nicht mal so weit daneben. Warum gut zureden kann manchmal helfen. Ah, gut. Brötzen da hinten so. Einen schönen guten Tag, die Dame. Und tschüss. Das war für deinen frechen Schrei. Und so viel Munition geht da drauf, ne? So. Hi. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Lol. Problem ist nur, wenn ich so mit so einer Geschwindigkeit auf die zureite und ich krieg dann doch einen Kopftreffer ab, dann ist es One-Hit, glaube ich. Ah, seine Kavallerie ein bisschen ärgern. Können wir die mitnehmen? Gegen meine Schützen? Ei! Wuhu, Vorsicht! Ah, eigentlich ganz schön blöde hier mit dem Felsen. Muss ich mich doch anders positionieren. Ah, okay. Wir haben schon abgelassen. Na gut. Dann machen wir es doch anders. Links immer 4 und rechts immer 5, damit ich nicht durcheinander komme. Dann machen wir mehr oder weniger so einen Sturm auf den Hügel. Damit wir recht schnell schießen können. Ja, er hat Kavallerie-Vorteil immer noch, ja. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass er mir zuerst eine Kavallerie schickt und dass ich sie schön ausmerzen kann. Ich mach mal eine kleinere Truppe. Formation. Beeilt euch bloß nicht, Männer. Ich weiß, schwere Rüstung und Rennen, ja. Aber wir wollen doch irgendwann zum Ende kommen heute mit diesem Trupp hier, oder? Oh, Schild, immerhin. Trotz der großen Entfernung. Also, na, Ambusschützen sind natürlich geil auf mich jetzt, ne? Okay. Eins macht schon mal den Wall rein. Kommt hier hoch. Und die zwei. Ah, ne, die muss weiter vor. Die zwei soll bestenfalls dahin und noch ein Stückchen breiter. Und die 3 kommt hier hin. Zusammen mit der 5. Und jetzt sollte ich mal dringend abhauen. Die 4 schicken wir da drüben hin. Einfach nur, um den Gegner zu signalisieren, wenn ihr jetzt angeritten kommt, reiten wir zurück. Also entgegen. Also, ja. Schießen unsere Jungs auch alle? Ja. Mike auch noch ein bisschen mit. Oh, wenn ich was treffen würde diesmal. Aber wenigstens koste ich dem Gegner jetzt schön viel Munition, indem ich da lang reite und die versuchen mich zu treffen. Ich will doch einfach mal den machen. Oh, Schießduell gewinnen wir, würde ich sagen. So, radikaler Rüstung. Richtungswechsel, nicht Rüstungswechsel. Ah, hat er kurz einen Rückzug gemacht, wa? Ja, sehr schön. Schick mir deine Kavallerie. Aber auch nur kurz, ja? Nur kurz. Okay. Rückzug der Bogenschützen. Oh, das war ein Held. Nice. Er schickt mir sogar alles. Wow. Ah, verdammt. Ja,
Der kleine Sau, sagt der. So. Welcher Trupp ist das da? Gut, ab auf die Armbrustschützen. Wenn ihr eh schon mal da hinten seid. Schön durchreiten da. Sehr schön. Immer kräftig drauf da. Nein. Genau, hier nochmal ein bisschen stören. Das ist natürlich unser Vorteil. Wir haben die harte Infanterie, sie haben eine weiche Infanterie. Problem ist nur seine Kavallerie. Die ist echt fies. Oh oh. So, Infanterie rein da. Unsere Kavallerie muss sich jetzt definitiv mal um seine kümmern, ey. Was, wieso bin ich jetzt auf der Infanterie gelandet? Ach so, ja, man kann ja mit der mittleren Maustaste auswählen. Stimmt. Moment. So. So. So und so. Komm her hier. Komm her. Komm her. Feigling. Die Beschlandianer können nur wegreiten. Okay, hätte ich nicht sagen dürfen. Sind schon tapfer, die Jungs. Sind schon tapfer. Hm? Ah. Musik wendet sich, weil Schlachtenerwartung wendet sich. Wir sind nämlich gerade am Gewinnen. Ah, verdammt. Ja, so nicht, mein Freund. Gerade, ich krieg hier gleich eine Lanze ins Gesicht und hab schon aus Reflex den Schild gehoben. Das ist mir noch ein bisschen zu viel rotes Geschilde hier. So, ein Schild weniger. Okay, der Schild bleibt, der Arm fällt. Drei Wettertaft. Was? Komm mal her hier. So. Der hat tatsächlich nur 5 Bogenschützen. Und die machen gerade meine Infanterie down? Nicht dein Ernst, oder? Was? Was? Wie konnte ich da daneben schlagen? Was? Lack ist offen heute, Robin, oder was? Ah, doch. Er hat immer noch Kavalleristen. Allgemeiner Charge-Befehl, weil langsam ist hier, also es stört. Immer so ein paar einzelne Reiter zu jagen. Ach! Bremst mich bloß nicht aus. Nein, nein, ich habe aber das schnellste Pferd von uns allen. Aber bringt mir auch nichts, wie ich gerade sehe. Jut. Fünfe. Fünfe ist in Ordnung dafür, dass wir jetzt 170 ausgelöscht haben. Palastwachen. Ah, Butchelarius, das tut ein. Ja, doch, das tut schon ein bisschen weh. Da habe ich auch zu spät mitbekommen, dass die Kavallerie drauf gecharged ist. Und Vlandianer werden verkauft. Ah, sehr schön. Wir haben ihn befreit. Ich bin dankbar. Seit wann gibt es denn diese Option? Ja, ihr müsst mir nicht danken. Huh. Okay. ...75 Gefangene. Das gibt ein ordentliches Taschengeld. Ja, das hier gibt dann auch nochmal ein schönes Taschengeld. Und hier gucken wir gleich mal für Phasos nach einer neuen Ausrüstung. Eigentlich müsste ich ihm jetzt einen Topfhelm geben, oder? Weil Verwandter... So. Okay. Und jetzt muss ich auch schon wieder ein bisschen was mitnehmen, weil wir sind am Maximum unserer Erfahrungspunkte angekommen.
Was ja theoretisch ein gutes Zeichen ist, weil das heißt, ich könnte theoretisch wieder Leute trainieren. Praktisch werde ich nicht dazu kommen. Weil ich werde hier von einem Krieg in den nächsten reingezwungen. Gut. Gehen wir erstmal nach Sargot. Ja, oder auch nicht. Ach, die wollen Sargot jetzt belagern? Was machst du jetzt? Er denkt nach, okay. Ach gut. Enkorion hat eine Armee ausgehoben. Was? Achso, ja, mit den Leuten, die von mir aus gesehen mehrere Tage weg waren. Es wurde gelevelt. Ich im Reiten. 50% Widerstand gegen Stolpern auf einem Reittier. Hä? Ich versuch das gerade. Ich versuch's gerade mir vor Augen zu halten, wie man auf einem Reittier sitzend stolpern könnte. Zumal stolpern habe ich auch noch nie als Mechanik hier gesehen. Außer man wird angerempelt. Als Hauptmann plus 5 Rüstung für berittene Truppen in eurer Formation. Oh, und was hätten wir hier? 20% Rüstung für mein Reittier und 10 Rüstung für Reittiere von Truppen in eurer Formation. Ist besser. So, die belagern jetzt Sargot. Sargot hat wie viele Verteidiger? Sehe ich gerade nicht. Warum? Jetzt. 11. Wow. Die werden es bestimmt reißen. Alter Schwede. Matumund? Wo ist er denn? Ich hätte schon Bock. Ah, aber gut, das funktioniert. Die kleinen Trupps jagen die anderen kleinen. Du rennst da jetzt nicht rein, oder? Okay. Obwohl er in der Unterzahl ist. Staunlich. Lol. Er hat das nur gemacht, um sie wegzulocken? Nee. Die haben die Belagerung gewonnen. Ich schließe mich jetzt einfach mal der Truppe hier an. Hä? Wie ist das möglich? Die stehen doch... Hä? Was? Okay. Ja. Dann macht mal. Ich habe mich ja nur angeschlossen, Leute. Ich habe jetzt keine Befehle. Nicht Befehle. Befehlsgewalt, meine ich. Und Befehle bekomme ich auch nicht, weil ich nicht als Hauptmann drin bin. Hi. Der nächste bitte. Du auch noch? Oh, hat er sich weggeduckt. Hi. Na, könnt ihr nicht schießen, wenn er läuft? Ja, scheiße mit Armbrust, wa? Die haben Händler in ihrer Armee, okay. Ich meine, gut, die sind auch nicht zu verachten. Oh, Vorsicht, nicht, dass ich jetzt noch gegen Baumreiter. Hallöchen. Der Wolf, er umreitet dich. Er beißt dir in die Waden und danach in den Nacken. Ach, herrlich. Und dann kommt der Rest vom Rudel. Warte mal, hier, ihr Axtschwinger. Zack. Oh, haben sie mich ausgebremst. Gar nicht mal so dumm. Muss aufpassen. Weil ihre Lanzen sind dann halt doch nicht ganz so zu verachten. Ja, komm doch, komm doch, komm doch. Ha? Zeigt er mir sein Schwert, ist ja wie heutzutage den Finger zeigen. Er spinnt wohl.
Ja, Infanterie. Sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Kann er trotzdem mal gucken, wo man ein bisschen aushelfen kann. Oder auch einfach eine Munition abfängt mit dem einen im Gesicht. Aber gut, Moral brechen ist natürlich immer was Feines beim Gegner. Na mal, bist du ein Anführer? Der Umhang sieht so anders aus. Komm mal her! Wir brauchen ein bisschen Moral! Oh, na gut. Aua! Sergeanten. Ah, sie ziehen sich zurück. Finde ich gut. Aber sie kriegen natürlich nochmal Verstärkung. So. Ja, da drüben ist so viel Hitlummel. Oh, ich glaube, ich gehe da noch ein bisschen stänkern. Dann brauchen die noch ein bisschen länger. Oh, voll daneben. Alles klar. Seid ihr gerade auf dem Rückzug oder sammelt ihr euch noch? Frag nur für einen Freund. Ich glaube, die sammeln sich noch. Und ist unsere da? Teils. Ich glaube, die laufen weg. Aber soviel zum Thema One-Hits, ne? Mit dem neuen Bogen. Wow, Vorsicht, Jungs! Ich bin hier auch noch. Au! Von wem die laufen weg? Von wem? Wir haben gewonnen. Die wehren sich noch. Das war eine Finte. Nein. Na! Haltet ihn auf. Genau. Ha, danke. Jetzt ist bloß die Frage, was jetzt danach passiert. Da steht noch eine große Armee neben uns. Und wir haben jetzt den unorganisierten Malus mit unserer Armee. Ich glaube, das kostet uns sogar, wenn jetzt ein Angriff kommt, mächtig Moral, ne? Äh, 43 insgesamt, das geht. Hätte schlimmer laufen können. Es sind noch 61 übrig. Wow. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich das schnellste Pferd der Armee habe? Frag nur. Da war wieder mein eigener Dude im Weg. Ach man! Ich wollte noch den Anführer köpfen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht mit dem Verstümmelungsdingens. Dass man die... Weil die Helden können ja auch sterben, ne? Und wenn Kopf ab, dann ist doch eigentlich safe tot. Also, ist meine Logik jetzt. Weil, wer hätte gedacht, wenn Kopf ab, dann tot. Aber bei Helden? Hm. Gute Frage. Gut, wie sie sehen, sehen sie nichts. Prügeln alle auf denselben ein und treffen sich aber gegenseitig? Das würde echt vieles erklären. Huch! Ja, okay, sorry Leute, falls ihr es gerade hört, mein Wochenendwecker klingelt gerade. Ja, gut. Normalerweise wäre ich jetzt aufgestanden, aber bin ja schon ein paar Stunden wach. Schrägstrich die ganze Nacht. So, die nehmen wir gefangen. Hat natürlich auch den Vorteil, und den habt ihr auch zu Recht schon in die Kommentare geschrieben, je mehr man gefangen nimmt, desto weniger sind sie natürlich auch in der Lage, überhaupt dann wieder neue Truppen auszuheben. Definitiv, ja. War nur, als das kommentiert wurde, also in dem Moment, wo es kommentiert wurde, war es für meine Strategie nicht passend. Oder nicht hilfreich, sagen wir es so. Oh, nee, vielleicht doch. Equus haben wir nicht verloren. Nee. Armbrust, nee. Dann hätte ich Vlandiana gespielt. Wenn ich darauf Lust gehabt hätte. Obwohl, nee, selbst dann auch nicht, weil ihr habt es ja abgestimmt.
Nach Vorstart der ersten Folge. Nach Vorstart der Staffel, so rum. Wieder nichts Richtiges hier. Na, egal. So. Er will es tatsächlich nochmal wissen. Aber haben wir damit nicht eigentlich den fetten Malus? Ich werde mal vorsichtshalber nochmal abspeichern hier. Oh. Also offensichtlich haben wir doch keinen Moralmalus. Und wir sind im Vorteil. Alles klar. Dann muss ich aber wirklich sagen, aus Kyron, das hast du gut gemacht. Wieso wird mir jetzt die Burg hier markiert? Da habe ich versehentlich draufgeklickt wahrscheinlich. Leute, ich weiß, normalerweise habt ihr noch 4 Minuten, aber wir wissen alle, so eine Schlacht in der Größenordnung ist nicht in 4 Minuten gegessen. Überlängen will ich erstmal ein bisschen vermeiden, damit ich jetzt gleich noch die nächste Folge aufnehmen kann und dann langsam aber sicher mal ein kleines Päuschen mache, weil ich habe jetzt ohne Scheiß die letzten 9 Folgen am Stück aufgenommen und keine Pause gemacht. Also, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!